Heute geht es um das Thema Blitzen im TTL-Modus. Ja, und ihr seht, ich bin schon wieder im Studio. Die Modeline, die steht hier schon bereit, um uns ein bisschen zu helfen. Und wir wollen uns heute, wie gesagt, über das Thema TTL unterhalten. Und ich möchte euch direkt mal zeigen, wie es denn normalerweise so abläuft, wenn man fotografiert mit Blitzen. Ich habe jetzt hier einfach meine Funkauslöser auf der Kamera, habe den jetzt von hier aus mal eingestellt auf eine beziehungsweise auf eine Stärke von 1/8. Das kann ich hier bequem mit den Yongnuo 622 TX machen. Dazu habe ich ein extra Video auf dem Kanal, verlinke ich euch am Ende des Videos mal. Und der löst jetzt hier meinen Blitz mit der Softbox aus, habe das alles hier fertig aufgebaut. Wir machen mal ein Bild und schauen uns mal an, wie das Ganze aussieht. So, einfach ein schönes Porträt. Und ihr seht, ja, denke ich, kann man so lassen, passt. Und jetzt denke ich mir aber, das Licht steht einfach zu dicht hier dran. Ich will das gerne ein bisschen weiter weg haben. Also nehmen wir einfach mal den Blitz, schieben den ein Stück nach hinten und ich würde sagen, wir machen einfach noch ein Bild und schauen mal, was passiert. Und ich denke, ihr seht ganz deutlich im Vergleich zu vorher, ich blende euch mal beide Bilder nebeneinander ein, sieht man, dass das Bild natürlich jetzt dunkler ist. Wir haben ja die Lichtquelle auch einfach ein Stück entfernt. Und das ist jetzt natürlich das Problem beim Fotografieren, immer dann, wenn sich das Model oder die Lichtquelle beide voneinander in irgendeiner Weise entfernen, dann stimmt diese Belichtung nicht mehr und wir müssen das Licht neu einmessen. Und jetzt kommt eben das Thema TTL ins Spiel, denn das ist eine Automatikfunktion, die uns dieses ganze Einmessen komplett abnimmt. Und dazu werde ich jetzt einfach mal meinen Funkauslöser hier auf TTL einstellen. Das Ganze funktioniert auch ganz genauso, wenn ihr den Blitz direkt auf der Kamera habt. Ich mache das Ganze jetzt hier einfach bequem über diese Teile, die sind jetzt TTL-fähig. Und ihr braucht natürlich auch einen Blitz, der TTL-fähig ist. Da packe ich euch mal ein paar Yongnuo-Blitze, die TTL-fähig sind, in die Videobeschreibung. Könnt da gerne einfach mal dann nachschauen, sind gar nicht mal so teuer. Was passiert jetzt? Wir werden jetzt einfach mal den Blitz noch mal ein bisschen näher holen, dass wir wieder so in etwa auf dem sind, wie unsere Ausgangssituation war. Und wir werden jetzt einfach mal ein Bild machen. Ich habe jetzt einfach nur auf TTL gestellt, sonst gar nichts. Ich gebe keine Blitzleistung mehr an, sondern einfach nur, habe ich gesagt, TTL. Und wir machen das Bild und wir sehen, das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Für meinen Geschmack ist es jetzt etwas zu dunkel, das lassen wir jetzt aber außen vor. Das hat einfach was damit zu tun, dass die Messung, die hier durchgeführt wird, eine Messung ist, die die Kamera einfach so eingeprogrammiert hat. Für die Kamera ist das Bild jetzt korrekt belichtet. Der eigene Geschmack, da kommen wir gleich noch dazu, wie wir den mit reinbringen. Jetzt ist aber die Frage, wie funktioniert denn das überhaupt? Das Ganze ist eigentlich relativ simpel. Dem Moment, wo wir das Foto machen, sendet die Kamera dem Blitz einen Befehl, gib doch mal einen sogenannten Vorblitz ab. Das geschieht so schnell, das seht ihr gar nicht. Aber dieser Vorblitz hilft der Kamera zu entscheiden, welche Blitzleistung wir oder sie letztendlich dann braucht, um das Bild korrekt zu belichten. Das heißt, der Vorblitz gibt der Kamera eine Information, mit der sie zurückrechnen kann auf die Blitzleistung, die eigentlich gebraucht wird. Dann wird dieser Blitz abgegeben, das Bild wird gemacht und es ist eigentlich super. Und damit das Ganze oder dass das Ganze wirklich funktioniert, das schauen wir uns jetzt an. Im Moment kann es ja auch Zufall gewesen sein. Aber ich hole die Lichtquelle noch mal ein bisschen weiter nach hinten. Ich mache das Bild noch mal. Jetzt müsste es eigentlich wieder zu dunkel sein. Aber auch hier sehen wir jetzt ganz klar, okay, das ist wieder korrekt belichtet. Ihr seht also, es ist überhaupt kein Problem mit TTL zu fotografieren, beziehungsweise ist es auch eigentlich überhaupt nicht schwer, denn eigentlich macht die Kamera und der Blitz das alles in Eigenregie. Ich habe aber eben schon mal erwähnt, mir ist das Ganze jetzt einfach ein bisschen zu dunkel, wenn ich es mir hier anschaue. Das liegt eben an der Messmethode und an dem, was die Kamera für richtig empfindet. Aber wir können ihr da noch ein bisschen reinreden. Das heißt, ich kann jetzt am Blitz oder eben jetzt direkt hier in meinem Auslöser hingehen und kann jetzt hier hinter meinem Wort TTL einfach eine Blitzkorrektur einfügen. Das heißt, ich habe jetzt den Wert korrigiert, den die Kamera misst. Das Ganze läuft ganz genau wie vorher auch ab. Nur, dass dieser Wert, den die Kamera dann entscheidet, dem Blitz als Leistung zu senden, nochmal mit einer Blendenstufe, jetzt in dem Fall hier, korrigiert wird. Und ich mache jetzt einfach nochmal ein Foto und wir schauen mal, ob das Ganze funktioniert hat. Und im Vergleich zu vorher sehen wir ganz deutlich, das Bild ist heller geworden.
Mich würde an dieser Stelle jetzt mal interessieren, wer von euch arbeitet denn schon mit TTL? Habt ihr da schon irgendwelche Erfahrungen und wann setzt ihr das Ganze ein? Schreibt eure Meinung einfach mal bitte in die Kommentare, dann können wir einfach ein bisschen zusammen über dieses Thema diskutieren. Ihr seht, so einfach geht es mit TTL zu blitzen, und wenn ihr das Ganze auch gern komfortabel direkt von der Kamera aus machen wollt, dann empfehle ich euch das erste Video hier oben, denn da erkläre ich euch, wie das Ganze mit diesen Teilen hier funktioniert, und direkt darunter gibt es noch ein Video zum Thema Kameraeinstellungen beim Arbeiten mit Blitzen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, abonniert unbedingt den Kanal und ihr solltet unbedingt auch mal bei Facebook vorbeischauen. Da gibt es immer viele Informationen rund um die Fotografie. Viel Spaß beim Nachmachen, bis zum nächsten Mal und ciao.